2 Tage noch und dann war's das auch schon wieder mit dem November und wir gehen in die heiße oder eher kalte Jahresendphase. Hallo und herzlich willkommen zu Lausitz TV am Mittwoch. Los geht's heute mit einer guten Nachricht für alle Studierenden. Das Deutschlandticket ist gerade bei diesen sehr beliebt und jetzt haben sich Bund und Länder auf ein günstigeres Semesterticket geeinigt. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg verkündet, soll dieses dann 29,40 Euro pro Monat anstatt der üblichen 49 Euro kosten. Die Umsetzung soll nun schnellstmöglich erfolgen. Ganz ohne Verspätung und wie im Flug ist es vorbeigegangen. Ein Jahr ist Oberbürgermeister Tobias Schick jetzt schon im Amt. Viele seiner Pläne konnte er umsetzen. Einige sind noch in Arbeit. Bei der gestrigen Pressekonferenz der Stadt hat der Oberbürgermeister die Chance genutzt, um das vergangene Jahr zu reflektieren. Was ihn so umtreibt innerhalb und außerhalb des Amtes, seht ihr jetzt. Ein Jahr Oberbürgermeister, ein Jahr, ich will mal sagen, des Lernens. Zum einen natürlich die Strukturen selber in der Verwaltung, aber auch von Verantwortlichkeiten und Abläufen. Tobias Schick ist schon seit einem Jahr das Stadtoberhaupt von Cottbus. Doch in dieser Zeit muss er erst einmal die Rathausarbeit kennenlernen und sich auch daran gewöhnen. Ich lerne, dass manche Verwaltungsvorgänge Tatsache mehr Zeit und gleichzeitig auch Sorgfalt benötigen. An anderer Stelle, so will ich sagen, gern auch schneller und stringenter entschieden werden müssen. Tobias Schick will lieber anpacken. Und das macht er. In diesem Jahr wurden bereits einige Wünsche der Cottbusserinnen und Cottbusser umgesetzt. Der Branitzer und Sachsendorfer See haben eine neue Schönheitskur bekommen. Sträucher wurden verschnitten und der Sand aufgefüllt. Den Büschen ist es auch im Puschkinpark an den Kragen gegangen. Dort wurde radikal gekürzt, um mehr Licht und somit auch Sicherheit zu schaffen. Für die Innenstadt, da ist es mir Tatsache sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dort ist es auch Aufgabe, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Ordnungskräften, Polizei, Justiz und allen, ob im Handel, Sie kennen die Problematik, nicht nur Sicherheitsgefühl, Alkoholismus in der Öffentlichkeit und vielem, was sich dort daraus ergibt. Und da müssen wir, und das haben wir auch schon gemacht, haben wir konkrete Maßnahmen beschlossen und die müssen nachgefasst werden. Was die Cottbusserinnen und Cottbusser auch bewegt, ist die Brachfläche mitten in der Stadt. Tobias Schick hat eine schnelle Lösung versprochen. Eine vorübergehende gibt es. Ein neuer Spielplatz ist entstanden. Mit dem heutigen Tag haben wir den Kids und sicherlich auch vielen Großeltern eine Spielbox, die erste in Ostdeutschland, eine mobile Box. Das heißt, wenn wir irgendwas anderes hier später machen können, dann können wir die in Cottbus woanders aufstellen. Ich freue mich. Klar, jetzt hat auch die Sonne scheinen können. Unter dem Schnee verborgen sieht man, dass der erste Rasen angewachsen ist. Dort machen wir weiter. Und ringsherum geht es auch voran. Die Flaniermeile wird am Freitag wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Ein Meilenstein für die Cottbuser Innenstadt. Doch überall gibt es noch viel zu tun. Tobias Schick ist als Oberbürgermeister natürlich der erste Ansprechpartner. Und das wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Ich habe jetzt noch weniger Zeit für aktiv sein im Sinne von selber Sport machen. Das andere ist, ich glaube, die Sportfamilie bekommt das mit, dass ein Oberbürgermeister sich natürlich um alle Belange zu kümmern hat. Und ab und zu gelingt es mir aber auch mal bei einer Sportveranstaltung, ob beim LAC, bei SV Energie, bei den Radsportlern oder beim FC Energie vorbeizuschauen. Und ansonsten, man muss sich gut takten. Das habe ich aber als Sportler auch gelernt und es gelingt mir ganz gut. Da kommen die Veranstaltungen aber genau recht. Denn dort kann Tobias Schick das Private mit dem Beruflichen verbinden. Beispielsweise das Stadtfest. Für das kommende kündigt der Oberbürgermeister Veränderungen an. So wird es zum ersten Mal eine Weinmeile geben. Doch bis dahin ist es noch ein bisschen. Erstmal durfte er diese Woche den Weihnachtsmarkt eröffnen und sich einen im letzten Jahr wohlverdienten Glühwein gönnen. Den Glühwein und den Stollen hat sich der Oberbürgermeister nach so einem Jahr mehr als verdient. Und sein Blick ist jetzt auch schon aufs nächste Jahr gerichtet. Denn Baustellen gibt es noch genug in der Stadt. Eine nicht metaphorische Baustelle ist unser nächstes Thema. Am Berliner Platz wird gewerkelt. Die Weichen werden ausgetauscht und der erste Bauabschnitt ist auch schon fast abgeschlossen. Grund genug, dass wir mal eine Baustellenbegehung machen und uns vom Teamleiter Jean-Robert Bosshoff den Fortschritt zeigen lassen. Klirrende Kälte und wehendes Weiß. Alle anderen verstecken sich drin vom plötzlichen Wintereinbruch. Aber Jean-Robert Bosse und sein Team lassen sich vom Schnee nicht aufhalten. Die Arbeiten am Berliner Platz gehen trotzdem weiter. Hier tauscht Cottbusverkehr die Weichen aus. Und das läuft ziemlich gut. Der erste Bauabschnitt ist bereits fertig.
Das heißt, wir haben unsere Ausrücktechnologie jetzt umgestellt auf das neue Gleis. Das heißt, die Bahnen fahren über das neue Gleis in das Netz ein und da auch wieder dann zurück zum Betriebshof, sodass wir die Fahrzeuge draußen haben. Der zweite Bauabschnitt kann somit beginnen. Und der Anfang ist schon gemacht. Eine weitere Weichenanlage wird bereits verlegt. Der Zeitplan stimmt. Auch wenn bei solchen Bauarbeiten immer mal wieder etwas Unvorhersehbares passieren kann. Wir hatten eine kleine Sache bei einem Entwässerungsschacht. Da mussten wir quasi eine Leitung neu mit verlegen. Aber das hielt sich alles in Grenzen. Bisher sind wir ganz gut vorangekommen, muss ich doch sagen. Ja. Das Einzige, was den Zeitplan jetzt noch durcheinander bringen kann, ist der Schnee. Doch erst einmal gehen die Arbeiten planmäßig weiter. Denn schon am 21. Dezember sollen die Straßenbahnen wieder durch die Friedrich-Ebert-Straße rollen. Was braucht Ehrenamt? Ganz klar engagierte Menschen. Doch es ist damit nicht getan. Es braucht auch Räume, in denen die Arbeit stattfinden kann. Die Stadt Lübben hat diese nun geschaffen. Gestern übergab Bürgermeister Jens Richter die Schlüssel für Räumlichkeiten im Herrenhaus Neuhaus an den Ortsvorsteher Markus Rege. Im Ortsteil Steinkirchen stehen jetzt 80 Quadratmeter zur Verfügung, um die ehrenamtliche Arbeit zu stärken und einen Ort für Begegnung zu schaffen. Soziales Engagement ist auch für Gleichberechtigung einstehen. Die Schriftstellerin Brigitte Reimann hat dies gelebt, wie nicht viele andere. Und die Neue Bühne Senftenberg zelebriert das jetzt. Aus ihren Tagebüchern entstand das Stück »Ich bedauere nichts« und wir waren bei den Proben. Die Neue Bühne Senftenberg hat sich der Geschichte der Schriftstellerin Brigitte Reimann angenommen. Unter dem Titel »Ich bedauere nichts« werden ihre Tagebücher auf die Bühne gebracht. Diese hat sie bis kurz vor ihrem Krebstod 1973 geführt, sie konnten aber erst 1989 veröffentlicht werden. Also Brigitte Reimann, eine der bekanntesten und schillerndsten Schriftstellerinnen der DDR. Dieses Jahr wäre ihr 90. Geburtstag und aber der 50. Todestag. Und mich hat gewundert, wie wenig man sie kennt. Und jetzt wird sie Gott sei Dank ja wieder entdeckt tatsächlich. Ihre Bücher werden neu auferlegt und auch sogar übersetzt. Und wir haben die Dramatisierung, also die Uraufführung der Dramatisierung der Tagebücher und in der Dramatisierung von Caroline Felsmann. Und wir haben drei Brigitte Reimanns. Das ist also, wir können sozusagen die Frau dreidimensional beleuchten. Ein bisschen so aus jedem Alter, eine junge, eine in dem Alter, wo sie gestorben ist und eine, die sie vielleicht geworden wäre oder gewesen wäre, wenn sie so alt geworden wäre. Das Stück zeigt die DDR durch die Augen einer Frau, die konsequent für Gleichberechtigung eintrat, für freie Meinungsäußerung und das Recht auf ein erfülltes, glückliches Leben. Das ist eine der schillerndsten und talentiertsten Frauen, die ich überhaupt jemals das Glück hatte, lesen zu dürfen. Also einerseits ein riesen schriftstellerisches Talent tatsächlich und aber auch ihre Tagebücher, die sie hinterlassen hat. Es ist mehr als nur ein Zeitdokument. Also es beschreibt ein Streben nach Freiheit und es beschreibt einen Idealismus und ein Streben nach Selbstermächtigung, das immer noch wahnsinnig aktuell ist und gerade in unserer Zeit aktuell ist, wo wir sehen, wie filigran Freiheit ist und dass man einfach wirklich was dafür machen muss. Das Stück zeigt viele Facetten der Schriftstellerin Brigitte Reimann. Sie ist in ihren Tagebüchern offen und schonungslos gegen sich selbst und andere. Brigitte Reimann stand für freie Meinungsäußerung, Gleichberechtigung und die Chance, so zu leben, wie man selbst möchte. Themen, die heute wieder relevanter sind denn je, ob nun auf der Bühne oder nicht. Jemand, der sich damit auskennt, wie viel Arbeit der Kampf für Gleichberechtigung ist, ist Christian Müller. Viele Jahre schon sind Demokratie, Freiheit und das Wirken gegen Hass in der Gesellschaft sein Geschäft. Deswegen haben wir ihn mal besucht und ihn nicht nur nach seinem Schaffen gefragt, sondern auch, was die Lausitz für ihn so krass macht.
Mein Name ist Miss Shari Moonlight. Ich bin Drag Queen und Kunstfigur. Und eine Drag Queen kann Sichtbarkeit hervorrufen, Aufmerksamkeit erzeugen für vielfältige Themen, Tabuthemen, wie zum Beispiel Homo- und Transfeindlichkeit, Tabuthemen wie, wir sprechen nicht über Rassismus, über Rechtsextremismus. Und dann bin ich so ein Stück Brennglas, wo alles zusammenkommt und ja, wo die Dinge zum Thema gemacht werden. Ich stehe für Liebe, für Respekt und für Vielfalt. Ich bin Christian Müller und bin Sozialarbeiter. In ganz vielen Bereichen unterwegs, zum einen für die EZ-Hilfe Lausitz Sozialarbeiter und zum anderen für das Bundesprogramm Demokratie Leben. Ich mache Bildungsarbeit und das vor allen Dingen mit jungen Menschen, Antidiskriminierungsarbeit, also da geht es zum Beispiel um sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Und das findet an Schule statt, außerhalb von Schule und ja, ist total vielfältig. Ich denke, dass wir hier eine absolut bunte Lausitz haben und sehe das ja tagtäglich. Es sind so viele unterschiedliche Menschen da in den Netzwerken. Die sind manchmal nicht immer gleich am Tag sichtbar. Aber wenn man ein bisschen guckt, dann findet man die Vielfalt in der Region. Die Lausitz ist krass, weil ich hier einfach alles machen kann. Es gibt so coole Leute, es gibt so tolle Netzwerke und da mitmischen, das ist richtig cool. Das war's dann auch schon wieder mit einer krassen Sendung Lausitz TV. Aber schaltet noch nicht weg. IAK hat noch einen Digi-Tipp für euch. Vorher verabschiede ich mich von euch. Habt einen fantastischen Mittwochabend und macht's gut. Smalltalk auf der Angebotsbörse des Mittelstand-Digitalzentrums Spreeland. Wer eine Veranstaltung des Zentrums besucht, bekommt aus erster Hand Expertenwissen zur Digitalisierung. Randolf Schmidt von der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg koordiniert als Konsortialleiter die Angebote der BTU, der Technischen Hochschule Wildau und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die Aufgaben des Digitalzentrums Spreeland beschreibt er so. Wir bringen das Thema Digitalisierung nach Brandenburg und die Oberlausitz in vier Pfeilern. Zum einen das Thema Sensibilisieren, dann das Thema Qualifizieren, Trainieren und Vernetzen. Unter anderem unterhält das Zentrum dafür Modellfabriken. Mit einer mobilen Modellfabrik, einer Roadshow, ist das Mittelstand-Digitalzentrum Spreeland in der Region unterwegs. Mithilfe von Demonstratoren kann man hier seinen individuellen Teufelsknoten fertigen. Alles voll digital gesteuert, vom Entwurf über die Produktion bis zur Lagerung und Distribution. Bei allen Technologien und Methoden, die wir hier zum Beispiel vorstellen, steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Es geht hier nicht ums Ersetzen, sondern wir wollen, dass der Mensch mit den neuen Methoden arbeiten kann. Wir müssen auch mit Blick auf den demografischen Wandel schauen, dass wir zum Teil mit weniger Fachkräften eine höhere Wertschöpfung erreichen. Und hier soll die Technologie unterstützen. Und da ist es ganz wichtig, direkt von Anfang an alle im Unternehmen mitzunehmen, um so keine Hürden bei der Digitalisierung aufzubauen. Informieren Sie sich auf unserer Webseite. Dort finden Sie nicht nur aktuelle Trends im Bereich der Digitalisierung, sondern auch vielfältige Beispiellösungen und Veranstaltungen für den Klein- und Mittelstand. Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus.
Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Power Sale mit großen Black Week Rabatten im Möbelzentrum Großrieschen.
Sparen Sie jetzt in allen Abteilungen bis zu 35% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen. Zusätzlich gibt es zur Black Week bis zu 55% auf Ihre neue Küche und die einzigartige 0% Sonderfinanzierung. Schnell sein lohnt sich, denn viele Ausstellungsstücke sind bis zu 72% reduziert. Freuen Sie sich auf den Power Sale zur Black Week vom 18. November bis zum 1. Dezember in einer der schönsten Möbelausstellungen der Region. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist Ihre Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus. Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 3. Telefon 42 18 18. Jederzeit. Hallo, herzlich willkommen auf Schloss Milkersdorf. Also uns besuchen Menschen, die Lust auf einen besonderen Abend haben, die sich einfach mal schick anziehen möchten und eine exklusive Party besuchen wollen. Das sind Menschen, die Lust auf Genuss haben, die eine lebensbejahende, offene Haltung haben, die schön ausgehen möchten, interessante Menschen kennenlernen wollen, denen Geselligkeit wichtig ist, gutes Essen, die tanzen wollen, die flirten wollen. Einfach Menschen, die mit allen Sinnen die bunte Vielfalt des Lebens genießen wollen. Piatto. Frisch, mediterran und lecker. Die Geschenkidee zu Weihnachten. Ein Gutschein von Piatto direkt am Altmarkt.